In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie man eine mehrstöckige Wurmkiste baut, um Küchenabfälle in wertvollen Kompost zu verwandeln. Dazu brauchst du 4 alte Plastikeimer mit Deckel von Ketchup, Mayonnaise, die du in Restaurants umsonst bekommen kannst, einen 4 mm Bohrer sowie Blätter, Karton, Zeitung, Papierschnipsel, Küchenabfälle und Kompostwürmer. Bohre Löcher in den oberen Teil des Eimers zur Belüftung. Bohre Löcher in den Boden, damit die Würmer und das Wasser durch können. Wiederhole diese Schritte für 2 weitere Eimer. Lasse den 4. Eimer intakt, er dient als Ablauf. Staple die Eimer und schichte das organische Material hinein. Zeitung, Karton, Blätter, Papierschnipsel, Küchenabfälle und Kompostwürmer. Füge etwa eine Handvoll Küchenabfälle pro Woche hinzu, aber überfüttere sie nicht. Halte alles schön warm und feucht. Setze nach einem Monat einen weiteren Eimer darauf. Belege wieder mit Papier, Blättern, Pappe und Küchenabfällen. Die Würmer werden sich nun langsam zum Futter hochbewegen. Nach einem Monat setze wieder einen weiteren Eimer auf. Belege ihn wieder mit den gleichen Materialien. Gib deinen Würmern Gemüse, Früchte, Getreide, Teebeutel, Kaffeesatz und Blumen. Gib ihnen niemals Zwiebeln, Knoblauch, Milchprodukte, salziges oder fettiges Essen oder Zitrusfrüchte. Sonst sterben sie. Nach ca. 3 Monaten ist dein erster Kompost fertig. Die meisten Würmer sollten jetzt nach oben gewandert sein. Und du kannst deinen Kompost für deine Pflanzen benutzen. Jetzt kannst du wieder von vorne mit dem Schichten anfangen. Du kannst auch den wertvollen Wurmtee benutzen, der runtertropft. Verdünne das Konzentrat 1:10 mit Wasser und gib es deinen Pflanzen. Sie lieben das Zeug auch. Das war's. Viel Spaß beim Bauen deiner Wurmkiste. Lies die Beschreibung für mehr Informationen. Und wenn dir das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du es teilst, kommentierst oder abonnierst. Bis bald!